willkommen zurück im Duftbunker. Hier ist Felice. Also ich bin heute hier in der Parfümerie Mölken in Köln. Wer es gesehen hat, ich habe letztens Ex Nihilo vorgestellt. Und dieses Dufthaus findet ihr unter anderem hier, auch noch viele schöne andere Geschichten. Aber ich habe hier Tiziana, die nicht nur, aber auch für diese Brand Trainings veranstaltet und sie sehr, sehr gut kennt. Niemand kann in meinem Bekanntenkreis wahrscheinlich besser über diese Marke sprechen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist oder beziehungsweise, dass ich hier sein darf. Ja, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir haben auch schon so ein bisschen was erlebt. Es war schon richtig, richtig cool. Aber ich dachte mir, ich halte diesen Moment für euch auch nochmal fest, um diese Brand noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich konnte euch ein bisschen was erzählen, aber kommen wir zu Tiziana, die uns sicherlich auch noch ein bisschen was über die Parfümerie und über sich selbst erzählen wird. Also vielleicht stellst du dich kurz vor und dann gehen wir go with the flow ein bisschen weiter. Alles klar. Also Gut. Ich bin die Tiziana. Ich bin, glaube ich, schon seit 2015 hier in der Parfümerie Mölken. Ich mache das halt neben meinem Jurastudium und bin hier ein bisschen in der Duftwelt groß geworden. Cool. Auch hier in diesem Laden ist auch für dich so der Werdegang. Auf jeden Fall. Cool. Auf jeden Fall. Ich habe hier eigentlich so gut wie alles kennengelernt. Das ist halt auch schön klein und kuschelig und familiär und ich komme gerne hier hin. Ich lerne hier auch sehr viel und vor allem jetzt mit den ganz neuen Brands, die wir halt haben, das ist natürlich super. Und am meisten freue ich mich natürlich über Ex Nihilo. Jawohl, also Faust aufs Auge. Ja. Ich bin gespannt, was du uns zu der Brand erzählen kannst. Sicherlich, ich sehe schon gerade, so, du hast schon ein bisschen was rausgesucht. Ich habe meine Favoriten schon hochgeholt. Ja, ich konnte euch drei Geschichten zeigen. Mal schauen, ich erkenne einen davon jetzt gerade wieder. Ja, wir werden einfach sehen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was. Also ich hatte mal gesagt, beziehungsweise in meinem Video gesagt, natürlich, es ist irgendwo, sag ich mal, eine französische Brand oder so. Ich habe aber das Gefühl, dass sie irgendwie anders sind halt so, ne? Ja, Schlagwort ist natürlich Avantgarde. Also sie möchten natürlich die französische Raffinesse mit etwas Revolutionärem verbinden. Und ich finde, das kann man am besten tatsächlich in meinem absoluten Favoriten, Oud Vendôme. Das ist für mich klassisch französisch, um nicht zu sagen Nummer 5. Ich möchte nicht Ex Nihilo mit Nummer 5 verbinden, okay. Aber Chanel Nummer 5 mit Oud, also Klassik mit einer komplett neuen Ingredienzie, mit einer Trend-Ingredienzie. Okay, krass. Und, also für mich, Antike trifft Moderne sozusagen. Genau, Antike trifft Moderne, okay, genau, cool. Richtig. Und für mich ist das eine klassische Frau mit ein bisschen Wumms. Okay, wow. Ja, also, ich bin gespannt. Der ist, ich kann den nicht beschreiben, es war beim, es war tatsächlich, als ich jetzt in Paris war und auch den Benoit kennengelernt habe, er hat ihn mir aufgesprüht, den hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Ich habe tatsächlich dann Fleur Narcotic und der Hedonist, erstmal so diese gängigen Sachen. Er hat ihn mir aufgesprüht und während er erzählt hat, klebt ich an seinen Lippen. Ah, okay. Also Benoit ist einer der drei Gründer. Genau, einer Gründer. der drei Gründer neben Olivier und Sylvie. Und ich hatte die große Ehre, dass er mich halt geschult hat. Und habe mich natürlich cool. In... Direkt, das ist ja mega. Wow. Da habe ich mich wieder wie 12 gefühlt. Ja. So viel Ehrfurcht hatte ich. Ingwer, Safran, Oud, also wirklich, ich sprühe ihn dir auf. Du musst ihn erleben. Pass auf, also das Ding ist, ich trage unglaublich viel. Wahrscheinlich werden wir den verfälschen. Vielleicht nehmen wir tatsächlich einen Duftstreifen. Gerne. Cool. So, jetzt bin ich aber gespannt. Okay. Du musst wissen, also auch die Zuschauer auf meinem Kanal, das wird nicht fremd sein. Normalerweise, Oud ist immer so ein bisschen, also es passt nicht, immer, sag ich mal, relativ oft passt es nicht. Ne? Deswegen ist es immer schön, Sachen zu entdecken, wenn auch so die Begeisterung rüberkommt, halt so, die vielleicht dann auch packen können. So, es passt einige Male auch schon richtig schön, aber oft ist es immer noch eine Note, die bei mir... Aber naja, das wird dich überraschen, okay. Glaub mir. Ja, vor allem, wenn du sagst halt, ja. Ne, moderne, antike und so weiter. Ja, geil, total weich, also da... Wird der irgendwann stärker, also der Bestandteil, oder? Weil hier es ist wird, ja... Also auf meiner Haut wird er sehr pudrig. Ja, das... Sauber, ich fühle mich damit einfach sauber. Also ich fühle, wenn ich jetzt eine Veranstaltung habe, einfach besonders sein möchte, dann halt dieser Duft. Aber das ist toll, weil meistens die Verbindung halt so aus meiner individuellen, subjektiven Sicht ist bei Oud eben nicht... dieses Saubere. Aber hier, du hast es absolut. Ja. Geil. Also hier ist es ja wirklich ganz anders verwendet. Ne?
Du hast auf jeden Fall dieses pudrig saubere, wie sie es beschrieben hat. Also es kommt auch direkt. Man braucht gar nicht irgendwie warten oder so, dass es sich dahin entwickelt. Es ist direkt Es ist da, sofort ne? präsent, also man Wunderschön. weiß, wo die Reise eigentlich hingeht, ne? Aber du sagst halt so, ja gut, du siehst es vielleicht an einer Frau, aber ich würde den auch tragen. Ja, ich Absolut. finde grundsätzlich Ex Nihilo ist Wow. genderneutral. Sehr, Ja. sehr cool, sehr, sehr cool. Schönes Ding, Hammer. So, was hast du denn noch Schönes für uns? Ich habe noch, klar, den neuen Santal Calling, den kennst Oh du. ja, super. Also. Das war das Ding, wo ich musste die ganze Zeit, ne, ich habe den ja immer ein bisschen wahrgenommen, aber die ganze Zeit, ich wollte den direkt halt auch noch immer haben. Ne? Das passierte immer wieder. Ich glaube, das sind die Milchakkorde. Ich glaube, Ja. wir haben immer eine besondere Verbindung zu Milch, klar. Was Schönes Man wächst eher Cremiges hin. irgendwie, ne? So, Genau. ja. Und am Anfang hat er mich auch ein bisschen an Kellogg's erinnert, also so Oh als Kind. krass, Ne? okay. Also es hat etwas, was dich so abholt und dich an einem schöneren, sicheren, kuscheligen Ort bringt. Ja. Findest du? Und wenn das nicht Unisex ist, ich meine, das kann ja wirklich Also jeder egal, wem genießen, ich ne? den Hammer. zeige, jeder ist sofort einfach verliebt. Ich finde, der hat Richtig tolles Release. dieser Sandelholz da drin, der wirklich auch nicht süß wird. Ne? Ja. Also der wird nicht süß, der bleibt ganz klar. Der bleibt Mega, ganz klar. mega schön, Ja. mega schön. Habe ich tatsächlich, als ich das Video gedreht habe, getragen, ne, an dem Tag. War Hammer, war Ist ein Hammer. ganz anderes Gefühl, ne? Ja. Ich habe den, als ich in Albanien war, habe ich ihn Okay, getragen okay. und ich habe ihn auch an bestimmten Orten platziert und abfotografiert. Also es Okay. war halt auch so ein bisschen, jetzt verbinde ich es mit meiner Okay, hast du Heimat. Erinnerungen Ja, geschafft halt so. Ja, Hammer, klar. cool. Ich, also Düfte zu jedem Urlaub immer neuen Duft Ja, dabei haben, ne? Das das ist ganz wichtig. Erinnerung bauen, genauso wie man das Genau. mit Kindern zelebriert, Erinnerung bauen hin und her, das kannst du für dich auch wunderschön mit Düften machen. Überhaupt, das ist einfach, es ist einfach, Erinnerungen zu schaffen, wenn du bestimmten Begebenheiten, Zeiten, Ausflügen und so weiter einen Duft bewusst widmest, baust du dir neue Erinnerungen. Sehr schön. Ja, dann braucht man kein Album mehr, ne, Ja, sondern einfach du nur hast einen es Duft. dann Du sprühst ihn nasal, auf ne? und dann ist Genau, er da. sehr cool, sehr Und cool. jetzt kommen wir zu deinem Liebling. Ah, okay, dann weiß ich, ja, cool, ja, The Hedonist, ja. Ey, also der Duft, wie gesagt, schaut euch gerne auch nochmal da das Video an, aber das war sofort, bumm, Duftbunker, sofort gefangen. Ein Duft, bei dem ich weiß, das habe ich auch nochmal gesagt, so, der Flakon, die Füllmenge. Meine Sammlung ist wirklich nicht klein, aber man wird bei diesem Duft die Füllmenge schwinden sehen. Man wird dabei zusehen können, weil der einfach so toll ist. Und mein Eindruck war, dass der wirklich zu jedem Anlass, zu jedem Outfit, egal was für eine Tageszeit, du wirst ihn immer tragen können. Ja, und nochmal ein Tipp für die Männer, wenn ihr noch Single seid, holt euch Okay. den. Meine Frau, nicht zugucken. Oh, welche Ja, Frage? Alles gut, alles gut. also Ja, ich will ist. eigentlich an Okay. meinem Freund, will ich Okay. nichts anderes außer The Hedonist riechen. Der hat einfach, Wow. der ist sexy, der ist cool, der ist smart, der ist, also wirklich alles, was man sich an Ey. einem Mann wünschen kann, verkörpert dieser Duft. Ich finde das so Ja, schön, dass oder? aus deinem, was ich, das, ich weiß, du hast das Video wahrscheinlich gesehen, oder? Hast du es dir ganz Ja, angeschaut? doch, doch, Guck mal, dein YouTube-Video, genau, das habe ich genau. ganz gesehen, Da ja. habe ich gesagt halt so, du, also ich meine, es ist, eine Frau kann den tragen, alles gut, aber als Mann hast du einen Auftritt damit. Also ein Hammer, der hat mich sofort überzeugt und das jetzt nochmal aus dem Munde einer Frau, einer hübschen Lady Oh, danke. zu hören. Oh, sorry, ne, vor dem Freund, ich habe nichts gemacht. Oh, ne? So, sie trägt den nicht. Ne? auf jeden Fall, das nochmal zu hören, halt so, ist einfach nochmal die Bestätigung. Ne? Also natürlich, irgendwo, sag ich mal, du wirst das Haus ja auch ein bisschen umfassender kennen und so weiter. Aber dann halt den auch rauszunehmen als Tipp für die Männer, den zu tragen, finde ich mega, weil er hat mich auch sofort gepackt. Absolut. Ich Geil. meine, der Hedonist, das sagt ja eigentlich Ja, alles, ja, ne? ja, Das ja, ja. Streben nach Ja, hat auch Gelüsten. direkt gepasst, ne? Ja, Hammer. also was wollen Cool. wir mehr? Cool. So, und dann den Weltbestseller. Eigentlich der Aha. absolute Liebling der Marke. Den kennst du schon, den Flair Genau. Narcotic? Ist das Extrait der Das Bestseller? ist das Eau de Parfum ist mein der Okay, okay, Bestseller, okay. aber überhaupt Fleur Narcotic ist bei Damen Ja. und Herren gleichermaßen Okay. beliebt. Und Wow. ich meine, in
bestimmten Ländern auch der Bestseller. Ich meine mich zu erinnern, es gibt es 3 oder 4 Versionen. Also ich kenne tatsächlich 2. Was aber in Frankreich in der Boutique angeboten wird, ist, dass man ihn mit bestimmten Ingredienzien noch verstärken kann. Also mit Moschus. Nein, wie so. Jetzt? Du gehst genau. Nein. Du gehst dann halt... Wie geil ist das denn? Das ist richtig cool. Also, sorry, aber ich meine, so bei mir ist zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob es passen würde, aber könnte man ja ausprobieren. Schwarze Johannisbeere taucht immer wieder bei mir auf. Ich kann hingehen und sagen, das, knall mir das da rein oder also was? Wenn Sie das anbieten, gerade als okay. Öl, also ich glaube, bei dem Fleur Narcotic war Moschus, die Orangenblüte okay. Und Pfingstrose, meine ich. Also zu wild ausarten lassen genau. Sie es doch nicht. Sie wollen schon aufpassen, dass keiner Mist baut mit dem Ding, halt genau. So, sondern sagen die, okay, diese Sachen, okay. Richtig, aber also bei mir wäre es auf jeden Fall die Orangenblüte, weil wow. Dieser Duft, das ist halt ein Blumenstrauß, ein Rosenstrauß mit Blumenstrauß und Obstkorb zusammen, aber halt Zitrone und Orange und ich will noch mehr von diesen Zitronen, von diesen okay. Orangen und das würde ich auf jeden Fall, ich würde mega. Das reinkippen. Und also das bei dem hatte ich das gemacht. Gefühl, also bei dem Extra, also ich habe jetzt die anderen nicht so wirklich zum Vergleich, es ist ein bisschen länger her, als ich die normale, die Basisversion gerochen habe, dass der Moschus da schon relativ stark gespielt wird halt. So, ne? Der kommt relativ schnell auch zum Vorschein bei der Geschichte halt. Ja, ne? Ich rieche das gar nicht. Okay, wow. Also wirklich, für mich ist das Orangenblüte. Lass mich nochmal schnuppern, okay. Orangenblüte und Pfingstrose. Wow, ja, jetzt wo du es sagst. Oder? Ja. Ich glaub, also die Orange kommt jetzt... Also, ja, ich rieche dann total dominant die Orange. Aber das ist auch wieder die menschliche Psyche. Ne? So, wenn du so ein paar Vorlagen kriegst, halt ist das doch schon... Ja, genau. Oh ja, oh ja. Ja. Ne, aber ey, das ist wirklich so. Ne? Ja. Natürlich. Ne? Also du kannst natürlich gewisse Richtungen halt irgendwo, sag ich mal... Influenzen, das ist ein schlimmes Wort. Ne, aber du kannst sie natürlich so ein bisschen halt ne, vorgeben und dazu inspirieren. Jetzt, wo du es gesagt hast. Absolut, ne? Mama mia, ja. Super. Ich liebe auch die Extra-Variante, weil das hier einfach mehr zum Vorschein kommt. Und wenn du in die Boutique gehst, kannst du dir das wirklich aussuchen. Dann wird der Flacon extra für dich. Du kannst dir auch die Kappen aussuchen, wie die Kappe sein möchte. Die haben dann was mit Permut, schwarz, blau natürlich. Wow, cool. Blau, das Markenzeichen. Ey, das finde ich auch so schön. Ja, das, weißt du, das ist mir heute erst aufgefallen. Echt? Ja, das Innen halt nochmal die Frage. Heute habe ich ja, kurz bevor ich hier hingefahren bin, eine kleine Aufnahme gemacht. Und dabei habe ich so, hä? Und das ist mir da erst aufgefallen. Halt, das, ne? Das ist halt, noch mal. Steht natürlich auch für Frankreich, für das ja, Avantgardistische. Okay, okay. Ja. Sehr schön. Cool. Ne? Nice. So, dann haben wir noch ein Baby da. Ja, ne? Das ist der limitierte Lust in Paradise Riviera. Okay. Also es gibt bereits einen Lust in Paradise, allerdings wurde der hier auch nochmal mit Orangen veredelt. Okay, und veredelt, das ist das wieder was für dich, Alter. Ne? Ich ja. Liebe den. Also okay. Ich merke, Orange. Das war mein erstes, als wir die Marke bekommen haben und ich mich da durchgerochen habe, das war für mich Liebe auf den ersten Sprüher. Der hat mich auch durch meinen ganzen Griechenlandurlaub begleitet. Also das... Du reist gerne, ne? Kann das sein? Ja, okay. Wirklich. Also ich nächste Woche, nee, doch, nächste Woche, heute in einer Woche bin ich in Griechenland wieder. Also, ne? Deswegen, ich brauche neuen Duft. Also Duftreisen, normale Reisen, ja. Reisen ist immer gut. Reisen, Essen und Düfte. Okay. Oh, sehr sommerlich halt. Sehr auch, sommerlich. Ne? Leicht, schön, oh. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist irgendwo, es ist warm, man fährt mit seinem offenen Auto. Oh, der ist gut, der ist gut. Gute Laune, pur. Hammer. Und ich finde ihn auch an einem Mann super. Also mein Freund hat ihn auch oft getragen im Urlaub und wunderschön. Aber entwickelt sich halt bei ihm auch so ein bisschen holziger als süß-blumig. Okay, aber ich finde schon, also helle Klamotten, ne? Also das ist mehr so, ne? So der Vibe halt so, ne? Ja, also Sommer. Ja, also also hier ist ja nur der Aufdruck rosa halt so, aber mein rosa Shirt halt so, mega, super. Ja, das nächste Mal ja, im Urlaub. Definitiv. Ja. Oh, ich glaube, da muss ich nochmal gucken, ob ich den nicht auch nochmal vorstellen kann. Der ist limitiert, ey. Also ich wäre schnell. Wow. Der ist limitiert. Okay, ey, seht zu, mega cool. Also mindestens, dass ihr schnell da dran kommt, bevor der wirklich nicht mehr da ist, dass ihr den testet für euch, ne? Das ist sowieso immer wichtig. Wir können euch viel erzählen, aber es soll wirklich nur eine Inspiration sein. Am Ende müsst ihr immer selber gucken, selber erfahren, was Sache ist. Und meine Meinung und die von Tiziana habt ihr jetzt kennengelernt. Mega Teil.
Und ihr könnt auch alles bestellen. Wir liefern auch. Sehr cool, sehr cool. Aber so ein Online-Shop auf Klick habt ihr jetzt nicht, Nein, also, also ne? wir machen alles telefonisch, per E-Mail, Brief, je nachdem, was ihr euch aussucht. Aber meistens halt telefonisch und E-Mail. Okay, und dann kannst du per Abholung, man kann euch Bescheid sagen. Genau, wir verschicken alles versandkostenlos, sehr deutschlandweit, cool. wenn ihr eine Kundenkarte von uns habt. Okay, Aber so holen wir die Leute. Die kann man schnell anlegen. Aber ihr merkt einfach, ne? Na klar, also ich bin natürlich relativ gefangen in der Nische. Aber was mir sehr gut gefallen hat, so, weil ich bin ja nicht der Einzige, ich bin ja nicht der Zielgruppe Repräsentant alleine, sondern auch nicht die einzige Art von Kunde oder so. Aber wenn ihr hier reinkommt, ihr habt sowohl die Nische als auch den Designerbereich super cool abgedeckt. Und in der Nische findet ihr Sachen halt so, ich meine, Ex Nihilo, wie oft habe ich das gesehen? 4-mal deutschlandweit, ne? Wir sind eine davon in ganz NRW nur bei uns. Nicht dein Ernst. Doch, wie ganz cool NRW ist das nur denn? Bei uns. Und ich denke, das bleibt sogar so. Mama mia. Also, hey. Das Haus, wie gesagt, ich habe das auch in Deutschland halt unter den Bloggern und so weiter noch gar nicht so wirklich wahrgenommen. Mega schade, beziehungsweise voll gut. Oh, ich habe es gezeigt. Ja. Aber das Haus solltet ihr wirklich für euch entdecken. Egal, wie viel gezeigt wird oder nicht, geht los, checkt das Haus. Teilweise, wie gesagt, auch Sachen von Canton Biche, ne, so, ne, also der Junge hat sowieso Gold in den Fingern, in der Nase. Und so beispielsweise Fleur Narcotique, der Bestseller ist von ihm. Ne? Und ich finde, in dem Moment, du merkst seine Handschrift schon, aber er geht ein bisschen weg von dem Holzigen, was man sonst sehr oft von ihm kennt. Und da beweist er wieder, auch wenn er in anderen Bereichen spielt, er ist einfach top. Bisher, alles, was du mir gezeigt hast, gefällt mir. Mein Gott. Ne? Also. Und ich habe unten noch viel mehr stehen. Okay, wir machen jetzt ein 3-Stunden-Video, nur Ex-Nihilo. Super. Hey, ihr Lieben, erstmal vielen, vielen Dank an dich. Erstmal, ich bin hier so herzlich empfangen worden. Wir haben heute ein schönes Happening gefeiert mit dem guten Kai. Ne? Und wenn man hier reinkommt, du merkst einfach, es ist eine wirklich familiäre Herz. So wie du gesagt hast, es ist nicht ein Riesentempel. Das Portfolio ist sehr groß, das auf jeden Fall. Aber du fühlst dich halt, es ist schon sehr geborgen, du wirst beraten, du hast auch viel Bewegung gesehen hier halt. Ne? Also, ihr solltet vorbeischauen. Also, spätestens wenn ihr in Köln seid, absolut, absolut hier hin. Und ja, vielleicht trefft ihr sogar Tiziana. Ja, vielen Dank. Ich bin oft hier. Cool. Ciao.